Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Twervas Map zusammen mit Markus, Alexander und Noob Hunter. Servus Leute. Servus. Moinsen. Moin. So. Oh, ich bin dumm. Nein, bitte was? Nicht. Was jetzt? Ich hab den Schlauch aus der Verankerung gerissen. Ja, ich seh nicht hin. Ich hab den gerade angekuppelt und setz mich nicht in den Schlepper rein, denk mir, ja, 1, 2, 3 und Feuer. Ja. Auf welche Seite ist er wenigstens abgerissen? Auf der... Anhänger, oder? Na, die Hälfte hängt sozusagen noch am Anhänger. Hälfte? Starte Entleerung, starte Befüllung, das klingt gut. Starte Entleerung. Ja, und dann fahre ich mal ein bisschen was an Gülle durch die Gegend. Soll ich gleich sonst Bein aufladen? Ja, kannst du schon mal mit anfangen. Hebe. Ding noch schnell fährt 30 Pferde. Fährt 30 ist ein schon gedüngt. Ja, fällt 30 müsste auch gedüngt sein, ja. Ja, ist. Aber außerdem nochmal gemacht. Ups. Ja, die grobe Textur ist aber ziemlich dunkel. Ja. Ja. Muss ich aber auch sagen. Aber du siehst da schon noch eine Verfärbung, wenn du dann düngst. Zwar nicht mehr ganz so stark, aber man sieht, dass es sozusagen, es sieht dann so ein bisschen nass aus. Hab ich zu überprüfen. Einmal abkuppeln. Warte mal, wenn ich mit dem Güllezubringer fahre, kann ich dann vorne auch diesen Rüssel drauf tun? Das funktioniert dann glaube ich nicht. Ja, das war nur fürs Zunhammer, ne? Wer ist zusammen? Weil du hast ja unten dann die Schläuche nicht zusammen. Ja, der Zubringer hat ja nur hinten welche. Mhm. Ja, ja. Wir haben noch so eine alte Gruppe. Ein Meterteilchen. Haben wir noch das 3-Meter-Teil, Gude? Nee. Doch. Oh, ja. Ach doch, das ja. Wir haben da vorne ja, wollten wir grubbern. Das oder haben wir das mittlerweile schon? Das haben wir, das haben wir schon längst. Nein, du kapierst es gerade nicht, Alex. Oben bei der Rindermast. Und dem wisst ihr noch gar nichts, die jetzt da mit sind, spielen. Ja. Das war in der letzten Aufnahme-Session. Ganz am Ende, glaube ich sogar. Ja, ziemlich mittig drinnen. Auf jeden Fall ist da oben halt Gras um den Rinderstall herum und das nervt. Weil eigentlich sollte ja kein Gras sein, aber dadurch, dass ich die Fruchtdatei übernommen habe vom alten Spielstand, damit wir denselben Status bei den Feldern haben, haben wir da oben halt auch Gras gehabt. Sonst hätte man nämlich jedes wieder extra mit der Datei ansehen müssen. Wäre auch gegangen, wäre auch kein Problem gewesen im Endeffekt. Ja. Da. So. Ich hab die beiden mal ordentlich, ja. Was machst du gerade, Markus? Ich bin am Gruber und da fällt 30, fällt 32. Okay. Was gerade draußen wird auch schon. Ich wollte später mal einen Mischwagen fertig machen für die Kühe. Die haben zwar eigentlich noch genug, aber ein bisschen Vorrat wieder anlegen. Ist ja nicht verkehrt. Ja, das geht dann ziemlich schnell. Ja, wenn man die 5- oder 15-fache Geschwindigkeit. Ja, aber es dauert 6 Tage und ich meine, die hatten wir letztes Mal ganz voll, so ziemlich. Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben da ordentlich doch schon was reingehauen. War da mit dem Einstreuer haben wir ziemlich viel gemacht. Aber okay, die Ballen sind relativ klein, da kannst du ja eh schon 20, 30, 40 Mal einstreuen. Nein, die Rundball oder was? Ja. Die Kadettball. Die klein? Die haben 3000 noch. Ja, aber da passt, weiß ich nicht, wir haben 50 Kühe, dann passt da irgendwie 80, 90.000 rein an Stroh. Wie viel Rundbar hast du gepresst von der Feld? Zufällig mal so eine Frage. Markus? Ich hab keine Ahnung. Da steht eigentlich ein Counter irgendwo. Ja, ich habe ja nicht geschaut auf dem Counter. Ist der Waldtrailer verpackt? Ja, ist er. Hä? Eigentlich sollte der halbwegs funktionieren. Muss ein Trailer vorhin oder so. Na, müssen du es nicht.
Aber wir sollen ja eh den anderen jetzt nehmen, was uns. Ich weiß nicht, hast du den jetzt reingepackt in den Ordner? Nein, ich glaube nicht, oder? Wir haben den Brandner drin und wir haben den Ursus. Den Tieflader habe ich nicht drin, ne. Den AFK-Dingsbums. Obwohl der ja urklein ist im Endeffekt. Und soweit ich weiß, soll der jetzt doch auch irgendwie Probleme machen. Hab ich mal gedacht. Dass der einzige wäre, der funktionieren wird, hätte mich gewundert. Ich glaube, die machen einfach alle Probleme. Weil ich habe jetzt bei meinem Let's Play ja auch das Problem. Ich wollte einen Umzug machen, so wie damals beim Carbon, so ähnlich. Mit ja. Tieflader und so weiter. Und ja. Ey. Das habe ich nachher über den Jordan geschmissen, diesen Plan. Wo denn? Aber du kannst eigentlich Geräte kannst du doch halbwegs transportieren auf Tiefladern. Na. Hm? Der Goldhofer, der damals am Anfang rauskam, der hat eigentlich immer gut funktioniert bei mir. Ja, bis zu den Batch 2.0 so ungefähr. Wo sie Physik oder 2.0, die Beta oder so irgendwas. 2.1 Keine Ahnung, wie lange nicht funktioniert. Das war ja irgendwann im März oder was? Ich habe keine Ahnung, ja, funktioniert halt jetzt nicht mehr. Oh, das ist scheiße. Warte mal, ich pack dir den JCB mal weg. Na, geht schon, ich mach's mal schon. Bleib sitzen, du gleich weiter. Nehm ich mal den. Warte, ganz kurz. Du sowieso. Willst du jetzt noch umziehen oder willst du... Ich zieh um, ja, aber anders. Andere Geschichte. Also rein in Heli. Ungefähr. Das ist jetzt dein Ernst, oder was? Nupanta? Ja. Schau mal, wo du ihn hingestellt hast. Hast du sie gesehen? Wer hat sich 2 Meter bei mir voll dabei? Bei mir hier. Ja. Er hat zurückgebracht. Und du jetzt dreschen oder was tust du jetzt gerade? Ja, dreschen. Gib nachher dein Rohr ab und raus von. Und leichter tue ich mir auch, wenn du 2 Längen beim nächsten Feld oder sowas vorgewendet machst. Ja. Weil dann kann man schön mit dem. Na, jetzt brauchst du nichts mehr machen, jetzt mach gleich so fertig. Jetzt ist auch schon, glaube ich, wurscht. Jetzt ist schon wurscht. Es geht nur, weil du... Was heißt eigentlich nochmal angrennt? Oder was du mir da vorhin mal geschrieben hast? Angrennt. Ja. Angelaufen. Angelaufen? Wenn du auf die Mauer angrennt bist, weil du so einen depperten Spruch abgeliefert hast. Sozusagen voll vor dem Pfosten angrennt. Gelaufen? Ja, so ungefähr. Ob du angrennt bist. Sprachschule. Ja, ich sag doch, mit Markus ist immer wieder Sprachreise. Wir hätten eigentlich einen Eurotruck-Simulator-Let's Play machen sollen. Ich weiß, was ich dir zu Weihnachten kaufe. Sprachreise? Ein österreichisches Lexikon? Ja, so. Also österreichisch-deutsch-Übersetzung? Mundart, so richtig. Was für eins? Boah. Mundart. Mundart? Dialekt. Achso. Mundart sagt da nichts? Ja, doch. Aber, ich hab's erst gerade nicht so ganz verstanden. Akustisch. Wie kann man den Anhänger dazu machen? Den Brandner? Ja. Wenn der Aufbau drauf ist, gar das nicht. Ist wenn schwer. Der runter ist, dann kannst du das mit Taste 7. Okay. Aber ist das eigentlich nicht nur ein Häckselaufbau? Der vorne Löcher. Auf jeden Fall geht alles rein. Ja, gut gesehen. Community-Server-Logik ist eigentlich ein Merlo davor. Ist noch dazu, oder? Ja. Ist eh ein gutes Gespann. Golfkart wäre halt das Coolste, wenn es da eine Anhängerkupplung hätte. Bobcat. Und Zapfwelle und sowas. Holen wir uns noch einen Ketten-Bobcat, würde ich sagen. Gibt's doch. Ja. Sieht auch irgendwie geiler aus. Weiß nicht. Der funktioniert obwohl... wahrscheinlich aber genauso. Ja. Das ist, glaube ich, vom Fahrverhalten noch genau dasselbe, nur dass halt das 3D-Modell von den Reifen ersetzt wurde. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich Bobcats in den letzten, weiß ich nicht, anderthalb Jahren gesehen habe, dann waren das meistens Ketten-Bobcats. Doch. Die meistens will ich mit Reifen. Also bei uns hier eher mit Ketten. Bei uns aber auch so. Bei uns auch mehr mit Ketten. Also einen kenne ich an der BGA und einen von irgendeinem. Von irgendeinem Landschaftsarchitekten. Ja, bei Bauern. Aber wenn du sowas nicht bei Baustellen, also ich kenne sie sozusagen von Wien relativ oft, haben sie so bei Kleinbaustellen oder sozusagen bei Häusern, wo sie in die Häuser reinfahren, über die Stockwerke rauf und so weiter, da siehst du fast nur welche mit Rädern. Okay. Ja, ich sehe hier relativ viele, wenn mit. Also in der Stadt. Mit Gummis drauf, mit Geräten. Gummiketten.
genau. Boah, ich freue mich schon so auf Freitag. Naja, für alle anderen ist es schon vorbei, aber ich bin echt gespannt. Ich glaube, Parker schafft es nicht mit den 1000 Unzen. Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Du musst dir überlegen, alle anderen sind zu Hause und das hat auch einen Grund. Wenn das jetzt einfach wäre zu schürfen, dann wären die ja noch da. Aber ja, keine ist. Ja, aber ich glaube, es wird sich extrem teilweise... Ich glaube, am Ende passiert einfach irgendwas, irgendein wichtiges Gerät wird komplett ausfallen und dann fährt er nach Hause. Ich weiß auch gar nicht, ob das zwei Folgen oder eine Folge sind, das muss ich nochmal... Also, nach dem Plan, was ich dir da auch, glaube ich, geschickt habe, müsste es zumindest... Am Freitag kommt nur eine neue, zwei alte. Ja, es kann sein, dass sie, weiß nicht, die am nächsten Freitag dann erst wiederkommen, die Woche drauf. Ja. Hast du ja auch schon, hat man auch schon öfter gehabt. So, wo kehrten die Gerste hinein? In die linke Halle, oder? Ja. Ja. Ich glaube schon. Linke Halle ganz hinten, oder? Linke Halle ganz hinten, ja. Ganz. Da müsste auch das Tor auf sein. Habe ich, glaube ich, aufgelassen. Uns wurden schon zwei oder drei Hallen empfohlen, die man nehmen könnte statt der. Ja, und bei der Halle die mittlere Mauer und der Mann dran draußen. Habe ich auch schon gehört. Ja, aber ganz ehrlich, wenn die wieso hauptsächlich Schuld an der Performance ist, dann würde ich die gleich ganz rausmachen. Ja, sicher. Bevor Nico da anfängt zu basteln mit der in der Mitte das rausnehmen oder so. Wenn sie sich wieder alle zwei Sekunden am Aufregen, warum das so schwer ist. Nein, wahrscheinlich geht das in der Mitte gar nicht rausnehmen, weil das ein 3D-Modell ist. Ja, wenn das ein 3D-Modell ist, dann kriegt er das nicht hin. Dann ist sowieso verloren. Dann könnte ich höchstens LZ fragen. Nein, nicht einmal dann, weil du kannst das 3D-Modell nicht ändern mehr. Wenn es in einer i3D, wenn es in einer... Kannst du das nicht wieder irgendwie umwandeln? Nein. Echt nicht? Ja, es gibt Möglichkeiten, aber das Problem ist, dann musst du die ganzen Texturen wieder neu anpassen. Ah. Okay. Aber ich muss sagen, der Fachwerkhof auf der Landwehrkanal, auf der Extended, der ist so geil geworden. Und der Benzinfass ist geil. Die Tanche. Ja, ja. Ist eigentlich alles generell ziemlich geil. Vor allen Dingen, das ist die einzige Fachwerkscheune, die ich kenne, wo diese Holzbalken wirklich richtig aus der Wand rauskommen und nicht einfach nur in der Textur sind. Kenn ich aber öfter. Na, ist sehr selten eigentlich. Generell meistens auch irgendwie Fensterbänke oder Fenster in einem Gebäude ist meistens alles nur über die Textur gemacht. Gut, nehmen wir jetzt mal die Beine sehen. Markus, wo bist du gerade? Bin jetzt kurz vor der Brücke. Ich möchte die Beine gerade nicht sehen, aber ich werde sie gleich sehen, weil ich gerade in deine Richtung, glaube ich, ungefähr fahre. Wie lange wir schon den 936 haben, ne? Wie viel Stunden habt ihr unter? Der hat, seitdem wir den Server, also seitdem wir auf dem Speicherstand sind, was jetzt 20 Stunden her ist, 14 Stunden gemacht. Du hast einmal ein paar Mal den ESLimiter rauf vergessen reinzutun. Welchen vergessen reinzutun? Den ESLimiter. Ja. Heute habe ich ihn mal drin. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ausnahmen gibt es ja mal manchmal. Beim New Orleans der immer so, ne? So, hier steht eine schwarze Katze im Ort. Ich freue mich, beziehungsweise ich bin wirklich gespannt, ob eine neue Version nochmal von der Tour was rauskommt. Ich hab's fast nicht mehr für die Version. Er hat zu mir gesagt, das kann ich, denke ich auch, das ist ja nichts, was man jetzt so groß geheim halten muss. Er hätte schon irgendwie Lust drauf, aber wenn, dann würde er ziemlich viel ändern, weil ihn die Map eigentlich nicht mehr so nach seinen Geschichten so gut ausschaut, sag ich mal. Ist halt, wenn man sich den Unterschied zu Landwehr ansieht, ist das auch schon ein riesiger Unterschied. Da glaubt man fast teilweise gar nicht, dass das vom selben Macher ist, weil das doch schon irgendwie was ganz anderes ist, Landwehr. Und wenn, dann will er auf jeden Fall auch diese ganzen Rinder, Schweinezucht und halt auch Dünger, Mist, Kalk und so weiter drin haben. Aber wenn er das noch macht, dann wird die noch für einen 13er kommen und das heißt, er muss die innerhalb der nächsten zwei Monate komplett von das, was jetzt hier ist, komplett umbauen auf den Stand, dass man die releasen kann. Und das ist eigentlich fast unmöglich. Nur pantofaglich. Weiß ja, wie lange Nico hier gebraucht hat. Ich glaube, der hat auch an die zwei Monate insgesamt gebaut. Vielleicht nicht täglich, aber er hat auf jeden Fall auch sehr viel Zeit reingesteckt. Echt?
Und das ist ja quasi klein, was Nico gemacht hat im Vergleich zu dem, was der dann ja, wohl aber ändern würde. Ja, Nico hat halt viel weniger Ahnung. Ja, ja. Ich sag mal, wenn du mehrere Maps schon im Editor gebaut hast, dann geht das auch noch ein bisschen schneller von der Hand. Jedenfalls. Ja, gut, ich, Alex? Ja? Was soll das? Naja, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute. Tschüss.